Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed. Wir haben von Spike noch einen Anruf gekriegt und es wartet ein Sprintrennen auf uns. Lass das Drehmoment sprechen. Schauen wir doch, was das wird. Bitte einmal hinteleportieren. Und mal gucken, was wir da Schönes finden werden. Also, ob wir das vielleicht auch noch gewinnen. Im Moment geht's am Anfang noch. Mal gucken, wie es unser neu getunter Wagen jetzt macht. Na, bisher, wie gesagt, bis auf die technischen Probleme, macht's doch ziemlich viel Spaß, das Spiel. Sehr schöne Szene gesetzt. Muss ich ja sagen. So, alles immer noch so die erste Aufnahmesession hier. Ach, Manu meldet sich auch, ja, die. Obwohl, wir können sie ja noch anhören. Auf die Nerven geht, kenne ich eine Killerstelle zum Heizen. Nicht weit weg, komm einfach, wenn du Zeit hast. Wir sehen uns. Bis später. Okay. Dann war das jetzt auch sein Eintritt oder sein Sieh mal, Auftrag. wen wir hier haben. Mach dich bereit. Wird schon schief gehen. Ja, wahrscheinlich. Dann los. Geben wir doch mal ein wenig Gas. Ja, ich glaube, es fährt sich wirklich ein bisschen besser, das Auto. Ups, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Ah, hallo Straße, danke. Schön, dass du auch mal daran denkst, nachzuladen. Ups. Ah, das ist ja echt nervig hier. Spiel, Spiel, Spiel. Glaube, der müsste da mal weg, der Björn. Nee, Björn. Na gut, die dürften wir noch mal kriegen. Hoffe ich zumindest. Da haben wir noch eine Menge vor uns. Da gehen wir die Texturen weg. So. Unschön. Und ja, ich hatte schon gefürchtet, dass wir jetzt hier wieder irgendwo reinfallen. Aber es kann nicht sein, dass das da nicht hinterherkommt. Das hat die Crew besser gemacht und das Spiel ist älter. Hör doch auf, mich hier wegzudrängen, du Arsch. Nicht so die feine Englische. Achso, jetzt sollten wir aber auch hier Speed-Dings haben, oder? Hier Nitro, Gedöns. Aber irgendwie sind jetzt auch alle hier unterwegs. Wo sehe ich eigentlich mein Nitro? Ah, da unten. Ja gut, ich glaube, das Wetter haben wir das jetzt schon vergessen können. Sieht zumindest gar nicht mal so gut aus. Ah, ne. Ich muss mich tatsächlich auf die Straße hier konzentrieren und nicht auf irgendwelche Anzeigen, die hier rumflattern. Gut, auch dieses Event starten wir mal wieder neu. Dann weiß ich jetzt ja einigermaßen Bescheid. So, ich lerne noch ein wenig, aber ich glaube, wir kommen einigermaßen voran. Scheint ja auch ein relativ langes Rennen. Es waren wie viel? 34, 35, von daher. Achso, nee, 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 nee. Event starten. Dachte, es geht schon direkt los. Finde ich aber auch ganz praktisch, dass man nochmal Zeit hat, sich hier so nochmal. Oder, ja, dass man nicht direkt reingeworfen wird. So unvorbereitet. So. Dann hoffen wir, dass es diesmal besser läuft. Ich glaube, die Ecke mag ich doch irgendwie. Oder mein Auto mag den. Ich den Eindruck.
bisschen Nitro raushauen. Ich glaube, das ist gar nicht, das ist jetzt so dumm war, hier rüber zu fahren. Ich glaube ja fast nicht. So, Gas geben bitte. Einen haben wir noch am Heck leben, da gehen die Texturen weg. Oh, das ist echt Spiel, bitte. Funktionier. Wieso lädst du das Nitro jetzt nicht mehr auf? Ich muss, glaube ich, echt mal gucken, ob es da eine Möglichkeit gibt, das zu unterbinden. Weil ich meine, das Spiel ist jetzt anderthalb Jahre alt, ungefähr, fast zwei. Also, dass das noch nicht gefixt bei mir. Aber ein bisschen lädt sich hier wieder auf. Da brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können einfach so dran vorbeifahren. Sehr gut. So, hier mal dran vorbei. Bremsen. Okay, die Bremsen sind echt gut. Man gerät nicht wirklich ins Schleudern hier. Finde ich ja sehr angenehm. Wieso bin ich auf einmal jetzt wieder Dritter? Ist da etwa noch einer vorgeprescht, von dem ich nichts gemerkt habe? Scheinbar schon. Verdammt. Dann können wir das gerade nochmal neu starten. Also ja, gut, es gibt noch was, aber ich würde das ganz gerne... Oder war es das? Ich weiß es nicht. Ja gut, dann halt zweiter Platz. Mein Gott. Gibt es dann, glaube ich, irgendwie nur die Hälfte. Kann man halt nicht alles gewinnen hier. Achso, dann scheint es wohl doch anders zu sein als bei The Crew. Hat man wohl doch noch so ein paar Möglichkeiten. Also halt, ja. Wirst halt zweiter und kriegst halt nicht mehr allzu viel ab. Verständlicherweise, aber sollte passen, denke ich. Ich denke, am Anfang kriegen wir es noch ein bisschen bessere Position, nachher müssen wir mal schauen. Und wenn es zu schlecht wird, machen wir die einfach nochmal, die Rennen. So, ja, ist halt jetzt ein bisschen ungünstig, dass der sich wieder scheinbar jetzt in irgendwelche Texturlöcher gefallen ist. Das Gamepad vibriert wieder wie blöd. Ich glaube, das schalte ich auch mal aus. So wirklich hilfreich ist das ja leider nicht. Diese Vibration. Okay, wieder neue Teile da und es gibt einen Anruf. Bro, was war das denn? Du musst dein Bestes geben. Du kennst doch noch Bryn von Royal Park, oder? Ach, egal. Er will ein ordentliches Rennduell. Also leg los. Bis später. Mhm. Sehr gut, sehr gut. So, was haben wir denn jetzt noch an Sachen hier? Robin hätte noch was. Ich glaube, mit dem sind wir noch gar nicht gefahren, oder? Okay, vielleicht sehen wir uns, ja? Können wir machen. Driften. Da bin ich immer gespannt, was das wird. Ob und wie wir da was hinkriegen. Also die Driftrennen haben wir, glaube ich, damals auch bei Need for Speed Underground und so und halt auch bei The Crew nicht so wirklich zugesagt. Vielleicht ist das hier ja anders. Frontalischen Verkehr. Ja gut, das kann ich mir vorstellen, dass das ganz gut läuft. Drift versucht. Fahre entlang der Route durch Kontrollpunkte und sammle Driftpunkte je nach Driftgeschwindigkeit und Winkel. Okay. Mal schauen. Was das wird. Wie ein Panther. Da bist du ja. Sehr gut. Also legen wir los.
Okay. Erster Kontrollpunkt. Achso, der fährt woanders anders hin. Ich glaube, ich sollte ihm erstmal ein bisschen mehr Speed holen. Weißt du was? Ich mache das mal wieder neu. Brauche wirklich hier so ein bisschen, um in die ganzen Events mal reinzukommen und mich an die Fahrweisen und Dings zu gewöhnen. Ich fahre einfach mal hinterher und guck, was sie so macht. Das ist gar keine so schlechte Idee. Das wird nix. Ja, komm. Nee, so wird das hier nix. Aber wie gesagt, driften liegt mir halt auch überhaupt nicht. Da bin ich tatsächlich kein großer Fan von. Brauchen wir insgesamt. Na klar, sobald wir irgendwo gegenfahren, ist der Driftversuch gescheitert. Das macht natürlich Sinn. Obwohl, es geht hier doch einigermaßen. Und hier können wir noch so ein bisschen rumkurven. Ja. So, dann hier wieder hinterher, meine Liebe. Obwohl, so viel ist es tatsächlich nicht mehr. Okay, hat aber funktioniert. Sehr gut. Ein Mann Abrisskommando. Juhu. Bisschen Style, bisschen Outlaw, bisschen Schrauber. Schön. So, wenn du dich hinter einem anderen Fahrer befindest, kannst du ihn zum einen Spontan-Event herausfordern. Rechten Bumper, ja, aber das habe ich glaube ich nicht vor. Mir gefallen. Ich leg noch einen drauf mit einem Zeitfahren. Freue mich über Gesellschaft. Mhm. Sehen wir uns später? Okay, bye. Mr. Nürnberg, okay. Alles klar. Gut, dann machen wir mit Amy mal wieder weiter, oder? Der Autotanz. Alles kann zerstört werden. Und will auch zerstört werden. Ja. Wir haben mal gespannt, wann es dann an die Polizeisachen geht. Aber das hier ist ja alles wahrscheinlich alles noch so ein bisschen Story, ein bisschen Eingewöhnungssache. Und ich gewöhne mich auch noch ein. So, drifte mit extremen Winkeln und Geschwindigkeiten. Ja. Also nochmal, vom Drift zum Drift. Reparieren müssen wir den vielleicht auch nochmal.
So, ich hätte hier gerne mal Driftpunkte gehabt. Na also. Okay, der Typ geht aber schon ordentlich ab hier. Und es geht auf Zeit. Alles klar, das ist nicht so schön. Naja, ist vielleicht gar nicht so dumm, ein bisschen Speed aufzubauen und dann halt ein bisschen größere Punkte oder mehr Punkte hier anzusammeln. So, gucken wir mal. Ah, so reißen wir hier aber leider nicht allzu viel. Also wirklich lange driften tut er aber nicht. Muss ich ja mal zugeben. So, hier vielleicht nochmal rüber. Das war knapp. Ich habe gar nicht mehr auf die Zeit geachtet oben. Hui. Gerade so. So, danke, danke. Bots, kann ich mal dagegen. Wow, genau so leitet man Kurven ein. So einen Können habe ich lange nicht gesehen. Weiter so, Hatschatz. Jojo. Alles klar. So. Dann könnten wir vielleicht noch... Eine können wir vielleicht noch machen. Eine Runde. Machen wir doch das von Manu. Finde deinen Groove. Zerstört ihm bloß nicht seinen Groove. Hütet euch vor dem Groove. Go, go. So, Zeit drin die Route gut ein. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Driften bringt Rap, große trifft viel Rap, ja. Ist ja auch irgendwo logisch. Ja, Cops hat mir bisher zum Glück noch nicht. Das wird aber wahrscheinlich auch noch kommen. Ja, ich weiß, ob ich da so viel Zeit mit verbringen möchte mit dem Tune. Kann man zwar, aber... Wie gesagt, das sind alles Sachen, die, das sind immer so Sachen, die mich aus der Story rausreißen und mir geht's bei Spielen hauptsächlich um die Story. Dann schauen wir uns das doch mal an. Groove die Groove Groove. Okay, ich wusste, dass du neugierig bist. Du wirst dich garantiert mit dem Drift-Virus infizieren. Hey, komm. Ich starre die Wände an und höre Stimmen. Ich muss unter Menschen. Treffen wir uns. Fahren ein Rennen oder so. Irgendwas. Aber komm bitte. Bis dann. Ja, ja. Ist ja in Ordnung. Ah, also. Driften, driften, driften. Oh, das geht aber auch wieder auf Zeit, sehe ich gerade. Ja, haben wir doch eine sehr driftintensive Folge hier gehabt.
Na komm, wirft hier mal ein bisschen, Junge. Danke fürs Anschubsen. Ah, noch 40 Sekunden. Das heißt, ich sollte vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Also hier nebenbei mal ein bisschen hin und her driften will er nicht. Okay, gut. Ab hier rein. Ach, du blöder Gegenverkehr. Hätte vielleicht auch gar nicht so schlecht laufen können, ja? Noch bin ich Erster. Die Frage, wie lange noch? Ach Gott! Willst du dich vielleicht mal verpissen? Ich gehe nämlich jetzt hier meine... Ja, ich würde das gerne neu starten. Bitte. Obwohl, machen wir beim nächsten Mal. Das war leider nichts, aber... Halt wieder, weil irgendwelche scheiß Autos im Weg gestanden haben. Also Drift mit Gegenverkehr ist halt echt kacke. Ja, ja, und so. Das ist in Ordnung, das machen wir aber beim nächsten Mal neu. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.